Wir sitzen jetzt hier in einem Objekt, sozusagen auf der Zielgerade der Fertigstellung, das schon zur Eröffnung eine spannende Geschichte hinter sich hat, die uns natürlich unglaublich beschäftigt hat, kommunalpolitisch, aber eben auch in den verschiedenen Phasen. Und das, was wir in den letzten Monaten noch erlebt haben in dieser Zielgeraden, gibt es unglaublich viel, wo man sich darauf verlassen muss, dass professionelle Partner in der Lage sind, Situationen zu handeln. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir mit ECE hier einen Partner haben, bei dem das alles gelungen ist. Zugleich aber auch die Gelegenheit nutzen, an der Stelle all denen zu danken, die an den verschiedenen Phasen des Projektes mit dazu beigetragen haben, den einen oder anderen Knoten zu durchschlagen, bereit zu stehen, Kontakte zu knüpfen, auch schon mal ein Risiko einzugehen und ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt noch und auch bis heute Abend und auch morgen und in den nächsten Tagen hier alles, was sie haben, ins Rennen schmeißen, um mit dazu beizutragen, dass das hier eine tolle Eröffnung wird. Mal hier, habe so einen kleinen Rundgang gemacht und muss ja sagen, ich kam hier rein und dachte, wow, ein ganz tolles Ambiente und wer vielleicht auch hier war, der weiß, hier wurde wirklich bis zu den letzten Sekunden gewerkelt und gefeilt und jetzt möchte ich bitte mal von Ihnen einen ganz großen Applaus. Wie gefällt es Ihnen denn? Wie ist es geworden, das Aquis Plaza?